Hallo zusammen und willkommen bei Whisky Space. Heute bin ich seit langem mal wieder auf der grünen Insel in Irland. Und zwar habe ich für euch heute den Tyrconnell 16 Jahre mit Oloroso Moscatel Finish mitgebracht. Single Malt Irish Whisky Oloroso Moscatel Cask Finish. So. Das ist der Kollege. Tyrconnell wird gebrannt von Cooley. Cooley, also die Cooley Destille, liegt auf der gleichnamigen Halbinsel Cooley. Das ist direkt an der Grenze zu Nordirland im Nordosten. Cooley wurde 1987 gegründet von John Teeling. Also John Teeling ist ja mittlerweile fast jedem bekannt. Oder allgemein Teeling, die Söhne von Teeling, die haben dann nämlich die Teeling-Distille in Dublin eröffnet, haben da vorher bei Cooley so und so viele Fässer mitgenommen. Deswegen sind auch, ja, sagen wir schon, noch sehr viele Abfüllungen der Teeling-Distille eigentlich von der Cooley-Distille. Der Besitzer von der Cooley Brennerei ist Beam Suntory. Cooley destilliert immer zweifach. Und ja, genau, die drei bekanntesten von Cooley sind, da gibt es immer so ein kleines Set zu kaufen von den irischen Whiskys, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Das ist dann der Tyrconnell eben, dieser hier, aber der einfache ist in diesem Set. Dann glaube ich zwei von Kilbeggan. Und Connemara ist auch von Cooley. Der hier, das ist jetzt ein spezieller, also das ist ein 16-jähriger, allerdings hatte der eine Nachreifung in Oloroso Sherry-Fässern und Moscatel-Fässern. Es gibt auch noch den ganz normalen 16er. Der hier, habe ich nachgeschaut, kostet auch mittlerweile ziemlich viel, also ab 80 Euro aufwärts. Also ich habe so gesehen, so kann schon gar nicht mehr reden. Zwischen 80 und 110 Euro sogar habe ich den gesehen. Also der ist nicht mehr so extrem gut verfügbar auch. Ich habe ihn damals für knapp 60 Euro geschossen. Das war eigentlich echt ein guter Preis. Habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen zu diesem Preis. Gefärbt. Ganz normale Single Malt. Zweifach Destillation und 46 Volumenprozente hat der. So. Ich freue mich jetzt echt, also da ging auch schon einiges weg und der ist wirklich gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ich hatte ihn schon länger nicht mehr im Glas, ob er mir immer noch so toll schmeckt. Ich finde auch hier das Design eigentlich ganz hübsch und hier unten wie so eine Kupfertafel. Ich glaube, das erkennt man gar nicht so gut. Da steht dann drauf Andrew A. Wett & Co. Est 1762. Crafting fine whiskey for over two centuries. 1762. Andrew A. Wett. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. So, dann machen wir den mal auf. Das ist jetzt, glaube ich, insgesamt mein fünfter Ire vor der Kamera. Der erste war der Redbreast, blende ich euch oben mal ein, könnt ihr mal reinschauen. Und dann hatte ich noch dieses Teeling Special mit diesen drei Abfüllungen. Da war der Grain dabei, dann der mit Rum Finish und der normale Teeling Single Malt. So. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, Farbe kann man leider nicht sagen. Dann halten wir mal das Näschen rein. Ich habe gleich eine sehr schöne Fruchtnote. Sehr schön. Welche Frucht ist das?
Vielleicht so eine Naschi-Birne. Ich habe auch Vanille. Diesen Moskatel-Süßwein habe ich auf jeden Fall in Form. Ja, saftiger Traube. Grüner Traube. Dann habe ich hier die Nuss, so eine Haselnuss. So eine helle Vollmilchschokolade. Dann ja, die Eiche ist da. Aber dezent im Hintergrund, sehr schön. Ganz leichtes, helles Karamell, Vanillenoten. Also sehr schön fruchtig, aber auch die Ex-Bourbon-Noten, die kommen auch nicht zu kurz. Oh, jetzt habe ich gerade geraspelte Mandeln gehabt. Hatte ich so auch noch nicht. Na dann, beißen wir mal rein. Ich habe gehört, in Irland spricht man das Slánce ein bisschen härter aus, deswegen Slánce! Fruchtig, würzig, Karamell. Der ist gut. Der ist richtig gut. Ich muss ja zugeben, ich mag ja auch Moskatel. Also wirklich sehr, sehr gerne. Und da jetzt auch die Kombi mit Ex-Bourbon und noch Oloroso, die gibt dem so richtig den Kick. Und dann nochmal. Richtig lecker. Also, die Frucht. Ich habe die Naschi-Birne, ich habe das Karamell, ich habe die Vanille. Die Eiche jetzt stärker auf jeden Fall im Geschmack als im Aroma. Leichte Bitterkeit, ganz leicht. Die geraspelten Mandeln, Haselnüsse. Sogar so eine Ananas ein bisschen dabei. Aber nicht die frische, die frisch aufgeschnittene, sondern die gibt es auch da in den Dosen da, in denen die Ringe immer drin sind, die auch schon gezuckert sind. So schmeckt das. Wow. Erste Sahne. Erste Sahne, würde ich sagen. Also ich gebe dem Kollegen eine 1 minus, eine 90. Also super süffig, gefährlich süffig. Das kann man jetzt positiv, negativ sehen. Ich sage, manchmal ist ein süffiger Whisky sehr schön. Wenn man in so einer Runde ist, dann geht das weg wie nix. Aber wenn man jetzt länger was von der Flasche haben will, dann ist ein süffiger Whisky ein bisschen gefährlich, weil dann die Flasche relativ schnell weg ist. Deswegen muss ich jetzt da ein bisschen aufpassen. Der Füllstand ist auch nicht mehr so gegeben. Aber echt geil. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, man kann sich mit dem auch noch wesentlich
länger beschäftigen und noch mehr entdecken, auf jeden Fall. Nee, 90 Punkte für den, super. Ist bis jetzt von meinen Bewertungen sogar besser wie der Redbreast, den ich hatte. Sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, ich liebe auch Moscatel, deswegen bin ich da vielleicht auch ein klitzekleines bisschen voreingenommen. Who knows? Joa, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich fand es wieder cool, mal wieder hier in Irland zu sein, weil irische Whiskys hin und wieder sind auf jeden Fall eine Reise wert und sind immer wieder lecker. Und abonniert meinen Kanal, liked mein Video, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder beim nächsten Mal hier bei Whisky Space. Macht's gut, bis dann. Ciao.